Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Was? Was war das denn? Ich habe keine Ahnung, das sah aus wie ein Intro, aber egal, machen wir weiter. Die 800 Abonnenten sind erreicht und das heißt, ja, es gibt ein Special, es gibt Geschenke für euch. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, ich mache dieses Video mal etwas kurz. Ich habe drei Sachen vorbereitet und ja, die Teilnahmebedingungen kommen später, aber ihr könntet jetzt schon mal ein Like da lassen. Ich zeige euch erstmal, was ich vorbereitet habe und dann machen wir das mit den Teilnahmebedingungen. Am besten gut zuhören, damit ihr nichts verpasst. Als erstes die gewohnte Tasche, diesmal mit Logo. Also die Tasche mit dem Automatikverschluss aufziehen, Auto rausholen. Und wenn man die Griffe zieht, zieht sich das automatisch zusammen. Ja, dann habe ich noch einmal die Tragetasche für ja, alle gängigen Größen eigentlich. Das ist so gedacht, dass man den halt auf den Kopf drauf schnallt. Also so ist das gedacht, dass man den hier an den Querlenkern anschnallt und dann so über Kopf. Dann sind die Räder auch ein bisschen vom Körper entfernt. Und dann kann man den halt ganz normal tragen. Die Halterung ist so konzipiert, dass ihr auch hier nochmal so ein Gurt dran machen könnt. Das sollte eigentlich für alle möglichen Größen gehen. Also der Hubao, den hatte ich hier schon drauf. Deswegen sind hier auch ein bisschen Kratzer drauf. Ich musste die natürlich testen, bevor ich die euch zur Verfügung stelle. Bei einer schönen Karo würde ich die natürlich nicht so da drauf schnallen, weil wie gesagt, das scheuert halt ein bisschen hin und her und das kann halt Kratzer auf den Dach geben. Ja, Limitless müsste auch noch drauf passen, dann kann man den halt hier drüber schnallen. Also alle gängigen Größen und ist auch angenehm zum Tragen, da sie sich so ein bisschen verbiegt dann und dann hat man halt ein schönes, ja, angenehmes Tragen am Rücken. So, dann habe ich noch einen Rucksack. Das ist allerdings noch Prototyp. Der ist noch nicht hundertprozentig ausgereift. Den habe ich natürlich auch getestet. Das ist jetzt so gedacht, dass das Auto so rum drauf kommt. Und dann kann man hier halt über Klettbänder einmal ringsrum das Auto festschnallen. Und man hat halt auch ein Riesenfach, wo man halt die Funke oder Akkus, Ersatzteile noch mit unterkriegt. Und ja, Tragekomfort. Es geht so, also hier unten die Kante bei schweren Autos. Mit den Hubao habe ich die getestet, da stört die Kante hier ein bisschen. Wie gesagt, ist halt ein Prototyp, das muss ich noch ein bisschen weiterentwickeln. Da bin ich auch schon dran. Ja, aber für so kleine Autos, ja, so ein Outcast, irgendwie sowas, ist es, denke ich, schon angenehm. Ja, das sind die drei Sachen, die ich für euch habe. Und die Teilnahmebedingungen, ja. Ja, liken solltet ihr auf jeden Fall. Wer zuerst kommt, der bekommt zuerst. Einmal einen Kommentar schreiben mit Rucksack dafür. Trage Tasche für die. Und, trage Platte für das. Einen Kommentar schreiben und dann ja, zwecks Adresse entweder über Facebook, über den Messenger oder per E-Mail. Die E-Mail verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Abonnieren. Gehe ich von aus, dass ihr abonniert habt, denn die ersten sollten eigentlich meine Abonnenten sein. Also fleißig mitmachen, teilen.
Und wie gesagt, wer zuerst kommt, der malt auch zuerst. Ja, das war's dann. Ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.